Hallo zusammen, ich habe heute das Glück gehabt, einen Tag mit Bianca Beach zu verbringen. Sie ist vom Bushido Waltershausen und ist Landestrainerin vom Thüringer Karateverband für den Bereich Kumite. Bianca, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar, wie sieht es aus? Bei uns im Verein ist es so, wir haben zum Beispiel über die Sommerferien die Turnhallen zu und können dementsprechend auch kein Training so richtig anbieten. Nun haben wir immer wieder die Nachfragen auch von Mitgliedern. Wie sieht es aus? Kann ich jetzt vielleicht alleine was machen? Kann ich zu Hause was machen? Kann ich draußen was machen? Und ich finde es da immer so ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Und du als Landestrainerin hast ja sicherlich viel, viel mehr Erfahrung. Und was kannst du uns da für Tipps geben? Ja, zum einen ist es so, man kann immer draußen trainieren. Man kann sich in der Gruppe treffen, obwohl das in der Turnhalle gerade nicht geht. Vielleicht kann man auch vereinbaren, dass der Trainer einmal die Woche oder alle 14 Tage vielleicht dazukommt. Das wäre eine Variante. Für Kinder ist es ganz gut. Es gibt viele Trainingslager, die sie besuchen können. Das sind so Jugend- und Kinderlager auf den Jugendherbergen, wo qualifizierte und vor allen Dingen auch erfolgreiche Trainer da immer mitmachen, die internationale Wettkämpfe machen. Und dadurch die Kinder auch natürlich motiviert sind, wenn sie bei XY trainieren dürfen. Das ist ja immer ein Highlight. Und ansonsten, man kann auch mal andere Sportarten sich angucken. Das heißt jetzt nicht, dass sie danach kein Karate mehr machen, aber es kann sein, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal joggen mit zwei Mann. Also es geht alles. Man kann alles Mögliche probieren und die Erwachsenen können sich sowieso immer zusammentun und gemeinsam was machen. Nächste Möglichkeit wäre, dass man sich wirklich ein paar Videos mal anschaut. Da gibt es so viel auf YouTube. Und wer da Fragen hat, da gibt es immer im Thüringer Karateverband, kann man immer anrufen. Und kann sich weiterleiten lassen an jemanden, der so eine Ahnung hat und das funktioniert schon. Wie oft würdest du das in der Woche schon also vorschlagen? Also wir haben jetzt ein-, zweimal die Woche Training. Wie oft sollte man das dann machen? Sollte man das tatsächlich auch vielleicht zu den Trainingszeiten machen? Das kann man ja individuell steuern, so wie sich manche Leute zum beispielsweise nur die Brocken treffen, kann man sagen, okay, ist ja auch wetterabhängig, Dienstag soll es schön werden, lass uns am Dienstag mal eine Stunde da. Auf dem Parkplatz oder in dem Waldstück mal treffen und lass uns ein bisschen was trainieren. Ja, man kann sagen, okay, ich mache einmal die Woche. Manche sagen, ach nee, ich will ganze Sommerferien durchtrainieren, lass uns zweimal die Woche zusammenkommen. Aber das ist dann auch wieder individuell. Und wenn jemand sagt, ich mache lieber 6 Wochen Pause, dann soll er eben die Pause machen. Ja, also mir geht es jetzt speziell immer so, ich habe dann 6 Wochen Pause und ich sage mir aber eigentlich müsste ich was machen, ich möchte ja was machen. Und danach fühle ich mich immer so schlecht, ja, weil ich nichts gemacht habe. Gibt es da irgendwie so einen kleinen Motivationskick, den man sich da verpassen kann? Oder weiß ich nicht. Ich habe einen gefunden. Es gibt natürlich auch Lehrgänge für Erwachsene. Ja. Die gibt es ja auch deutschlandweit. Und da kann man sich ja auch gewisse Sachen aussuchen, indem man sagt, okay, ich weiß, in den Sommerferien, da gibt es einen Wochenendlehrgang oder auch so im Sommer, da gibt es immer mal verschiedene Lehrgänge in Deutschland, die man besuchen kann. Die sind eintägig, sind zweitägig, manche gehen sogar eine Woche lang. Und alleine mal bei anderen zu trainieren, bei anderen Trainern reinzuschnuppern, gibt eine super Motivation und nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Trainer. Ich denke, das waren schon ein paar super Tipps dabei und ich glaube, du bist auch schon Ansprechpartner, wenn es halt irgendwas mal Fragen gibt. Ich weiß nicht, bietet ihr in eurem Dojo auch so Ferienlehrgänge an zum Beispiel? Ja, wir haben einmal im Jahr so einen Sommerlehrgang und da ist vom Kind bis zum Erwachsenen jeder da, jede Gürtelstufe und das ist auch so unterteilt, dass jeder auf seine Kosten kommt und wir haben ganz viele verschiedene Trainer, auch außerhalb von Thüringen, einen Trainer eingeladen und das ist dann für jeden, kann sich seine Rosinchen auspicken und da am Training teilnehmen, wo er möchte. Ja, cool, das klingt gut. Ich bedanke mich und ja, ich hoffe, ihr nehmt auch ein paar super Tipps mit und seid motiviert für die nächsten Ferien. Gerne gemacht.